Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Hallo, Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Ja. Ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast. Und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Gute Flugtechnik. Und der Besen ist auch nicht schlecht. Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Renrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Das tut mir leid.
Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. Ein Lager. Das muss es sein. Ich habe keine Zeit darauf. Du bist hier irgendwo. Nicht besonders klug zurückzukommen. Ach hier. Nicht das etwa treffen. Kommst du nicht davon? War das schon alles? Ach hier! Du kannst uns Print aufhalten! Expelliarmus! Impulsum! Erbärmlich! Ach hier! Verfehlung! Der Schule hat unser Lager beim Turm ausgerottet. Ach hier. Gefolterung. Ach hier. Verteidigung. Kein Angriff. Ich hab das Gefühl, du versuchst es nicht mal. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Warum bist du nicht weggerannt? Das war gar nicht schlecht. Und jetzt zu Arns Karren. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arn zurück?
wenn sie etwas... Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Viel Glück noch, sobald meine Karren hier sind. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Rebellion. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab.
Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Na bitte! Sie lernen schnell! Protego! Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon eine Lösung. Spaziert. Aber Vorsicht, wir wollen, dass Sie lebendig wieder herauskommen. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Was verkaufen Sie hier? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ich hoffe, Sie suchen nicht gerade ein... Rivelium! Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen.
Akio. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Was in Merlins? Komm her, du Krabbmilbel! Zweifellos schon lange verlassen. Wir haben nicht vergessen, dass du den Koboldhelm geklaut hast. Ah, dieses Geräusch! Oh. Oh. Wenn das mal nicht so Lorraine... Hey. Expelliarmus kannst du, oder? Vielleicht ist das alles, was du drauf hast. Aufgabe erledigt. Du! Akio! Konfliktum! Dass meine Leute zu töten, du wirst sterben! Wieder mal auf Abenteuertour? Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt.
Wingardium Leviosa. Ein Naturtalent.